Herzlich willkommen im Online-Bereich der Marfan-Hilfe Deutschland. Mein Name ist Marina Vogler und ich freue mich, dass Sie sich für unseren Beitrag interessieren. Ja, wir begrüßen heute Herrn Dr. Hundgeburt im Online-Bereich der Marfan-Hilfe Deutschland e.V. und freuen uns jetzt auf seinen Vortrag. Also ich möchte Ihnen gerne heute einen relativ kurzen und weit gefächerten Vortrag geben zu dem Marfan-Syndrom und möchte aufzeigen, dass es halt eben nicht nur ein Aortensyndrom ist, sondern dass es hier um durchaus mehr geht. Interessenskonflikte habe ich persönlich nicht und habe auch keinem irgendwelche Atemschutzmasken oder sonstiges verkauft. Also von daher gibt es da keine Bedenken. Ja, das Marfan-Syndrom, geht es denn nur um die Aorta? Letztendlich die Antwort ist natürlich nein. Marfan-Syndrom ist deutlich mehr als nur Aortenerkrankungen und aortenassoziierte Aspekte, die ich Ihnen gerne gleich noch näher erläutern möchte. Und will auch darauf hinweisen, natürlich, dass es hier um einen Übersichtsvortrag geht. Und haben Sie vielleicht spezielle Aspekte, die hier heute zu kurz gekommen sind, so können wir das gerne im weiteren Verlauf in einem neuen Vortrag, in einem neuen Seminar nochmal vertiefen. Die Übersicht des Artikels, Vortrags ist so, dass ich Ihnen dann doch ein paar Aortenprobleme aufzeige, als natürlich eins der Hauptprobleme. Ich möchte Ihnen andere Manifestationen zeigen und Themen, die im Rahmen der Kontrolluntersuchungen für uns, aber auch für Sie als Patient natürlich wichtig sind. Ich möchte Ihnen aufzeigen, was ich sonst für noch als wichtig erachte, was wir beachten müssen. Und das Ganze werden wir dann abrunden mit einer Fragerunde, die durchaus offen ist. Also Sie können uns dann spontan oder mir spontan Fragen stellen. Und sofern ich die beantworten kann, tue ich das gerne umgehend. Sollte ich natürlich die Frage nicht klar beantworten können, so werde ich dies auch dementsprechend mitteilen und würde das aber in einem Nachgang nachbearbeitet Ihnen dann gerne auch noch beantworten und zur Verfügung stellen. Also das ist der Aufbau des Vortrags. Wie eben schon erwähnt, ist die Thematik heute nicht nur für Marfan-Patienten durchaus zutreffend, sondern für viele andere Bindegewebssyndrome, die letztendlich aus einem ähnlichen Formenkreis stammen. Das ist zum Beispiel das Leucistit-Syndrom, das Ehlers-Danlos-Syndrom, hier vielleicht insbesondere das vaskuläre Ehlers-Danlos-Syndrom, aber auch andere aortenproblematische Bindegewebsveränderungen, die hier durchaus Informationen rausziehen können aus diesem Vortrag und das für sich letztendlich auch dann anwenden können. Einen wichtigen Aspekt bei Schlagadererkrankungen, Bindegewebssyndrom, würde ich herausstellen wollen, ist die Diagnosestellung. Denn nur wenn man weiß, dass man so etwas hat, kann man dementsprechend beraten, man kann kontrollieren und halt das Optimum für die Patienten heraussuchen. Dafür ist eine klare Diagnose entscheidend. Und da ist es durchaus wichtig, ob man halt ein Marfan-Syndrom hat oder ob man doch ein Leucistit-Syndrom hat oder ein sonstiges Syndrom, weil sich dadurch gewisse Dinge ableiten. Zu erwähnen wäre hier, dass zum Beispiel bei einem Marfan-Patienten nicht grundsätzlich und routinemäßig Kopf-MRTs erforderlich sind, sowohl aber dennoch dann doch bei einem Leucistit-Syndrom zum Beispiel. Also das hat durchaus eine Auswirkung auf die Beratung und auf die Patienten. Dadurch können wir eine Risikoeinschätzung vornehmen und den Patienten dementsprechend beraten, wie gerade erwähnt, auch abhängig von dem zugrunde liegenden Bindegewebssyndrom. Wir wollen das Schlagaderrisiko ja maßgeblich als einer der Hauptpunkte positiv beeinflussen. Dazu müssen wir Kontrolluntersuchungen durchführen, vor einer Operation, aber auch nach einer Operation. Wir müssen uns überlegen, inwiefern sind Behandlungen erforderlich. Das können ja medikamentöse Behandlungen sein, um ein Fortschreiten einer Aortenerweiterung zu
zu vermindern oder zu verlangsamen. Das ist also medikamentös möglich. Wir haben hier Möglichkeiten der Behandlung durch zum Beispiel einer Schlagaderersatzoperation oder Klappenersatzoperationen oder Reparaturoperationen. Das sind alles verfügbare Möglichkeiten. Ein großes Repertoire an beeinflussenden Möglichkeiten sind durch die Lebensstilmodifikation. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Sie tun können in Ihrem Alltag, indem Sie zum Beispiel Ihren Blutdruck kontrollieren, indem man körperliche Belastungen angepasst an seinen Befund durchführt oder halt eben auch vermeidet, sportlicher Aktivität oder auch im Beruflichen. Da kann man eine ganze Menge Positives tun. Insgesamt ist ja unser Bestreben, Ihnen letztendlich eine Normalisierung der Lebenserwartung zu ermöglichen, die vormals vor Jahrzehnten sicherlich deutlich eingeschränkt war und jetzt sich ja dramatisch verbessert hat und letztendlich zunehmend auch normalisiert letztendlich. Und so ist dann auch die Frage nach der Lebensqualität, die jetzt viel mehr auf den Vordergrund rutscht. Auch wenn eine Heilung des Marfan-Syndroms nicht möglich ist, so ist doch ein gutes Leben damit mittlerweile möglich. Abhängig von dem zugrunde liegenden Bindegewebssyndrom, die hier mal aufgeführt sind, liegt ein mehr oder geringeres Risiko für eine Schlagaderkomplikation vor. Das ist also abgestuft, je nach Entität, wobei man aber auch festhalten muss, dass es im Rahmen der eigenen, der einzelnen aufgeführten Entitäten auch große Schwankungen gibt. Also Marfan ist nicht gleich Marfan und Leusdietz ist nicht gleich Leusdietz. Da muss man sehr differenziert schauen. Wir wollen natürlich möglichst das Risiko für Schlagaderprobleme reduzieren und letztendlich Sie da gut beraten können. Also unser gemeinsames Ziel, wir in den Kliniken, die wir Sie kontrollieren und beraten und für Sie natürlich selber, wir müssen gemeinsam letztendlich dieses Ziel der positiven Beeinflussung erreichen. Bezüglich der Orta, was ist wichtig? Ja, eines der Hauptprobleme ist letztendlich, dass angefangen ja von im Kindesalter, also jungen Erwachsenenalter, häufig noch eine relativ normal weiter Orta vorliegt. So wollen wir diese weiter voranschreitende Erweiterung, was wir dann Dilatation nennen, in Form einer Schlagadererweiterung verlangsamen oder verhindern, wenn denn so möglich. Und müssen uns das sehr genau angucken, wie diese Voranschreitung der Schlagadererweiterung ist. Ist die schnell und drastisch, so ergibt sich dadurch durchaus eine Indikation zu einer auch operativen Behandlung. Ist diese eher langsam und gering ausgeprägt, so ist dieses Risiko geringer und man kann halt zunehmend dann abwarten. Wichtig ist, dass die individuelle Progressrate letztendlich nicht vorhersagbar ist, was halt die Bedeutung von Kontrolluntersuchungen unterstreicht. Deswegen sind letztendlich, wenn man mal so sagt, jährliche Kontrolluntersuchungen auf jeden Fall erforderlich und davon abweichend hat man einen über Jahre stabilen Befund. Dann kann man dabei bleiben, aber sieht man irgendeine Art des Progresses, eines Voranstreitens der Aortenerweiterung, so muss man durchaus davon abweichen und auch häufiger kontrollieren. Das heißt, je nach auch Mutationsort im dann beim Marfan-Syndrom FBN1 gehen, kann man nicht sagen, naja, wenn die Mutation dann da ist, dann passiert mit der Schlagader lange nichts und ist die dort und da, dann ist das Risiko höher. Das kann man in der Form nicht sagen. Von daher muss jeder Patient individuell regelmäßig kontrolliert werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Risiko einer Schlagader-Komplikation, eines Problems mit der Schlagader, abhängig ist von der Weite der Schlagader. Ist die Schlagader eher schmal, ist das Risiko geringer. Ist die Schlagader groß, weit, ist das Risiko höher. Das führt auch dazu, dass wir in den verschiedenen Leitlinien, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, wo das Marfan-Syndrom explizit aufgeführt ist, das ist also ganz interessant, dass in mehreren Leitlinien das Marfan-Syndrom vertreten ist, so hat man sich verschiedene Grenzen überlegt. Ab wann man gesagt hat, ja, hier sollte man eher prophylaktisch operieren. Das ist jetzt mal ganz plakativ gesagt, bei 5 Zentimetern der Schlagader und je nach Risikofaktor durchaus auch etwas früher. Risikofaktoren könnten zum Beispiel sein, ein Voranschreiten der Aortenerweiterung, wie oben aufgeführt, ein letztendlich unkontrollierbarer hoher Blutdruck oder Ähnliches. Zu beachten ist, und deswegen sind auch die Kontrolluntersuchungen so wichtig, dass auch nach einer Operation der Aorta letztendlich Kontrollen erforderlich sind und dass es durchaus dazu kommen kann, dass auch Probleme in nicht erweiterten Bereichen vorliegen können, also die vormals normal waren oder normal sind. Auch da können Probleme auftreten, sodass wir letztendlich auch die gesamte Schlagader uns angucken, was wir ja letztendlich durchführen durch die MRT-Untersuchung, mal so als Hauptdiagnostikum, wo wir ja letztendlich die gesamte Schlagader letztendlich von Kinn bis runter zur Leiste untersuchen. Die Therapieoptionen hinsichtlich der Schlagader Erweiterungen sind hier aufgeführt. Das sind operative Ersatzverfahren, die verschiedene Segmente betreffen können, mal mehr, mal weniger. Und letztendlich dann vorher, aber auch nach einer operativen Korrektur oder Behandlung ist die medikamentöse Behandlung wichtig. Wir wollen gemeinsam darauf achten, dass der Blutdruck möglichst niedrig ist, letztendlich unter 120, jetzt auch mal so als Hausnummer gesagt, und würden uns das angucken, je nach Schlagadererweiterung, wen man zu welchem Zeitpunkt wie ausgeprägt medikamentös behandeln muss. Liegt eine gering erweiterte Schlagader vor, hier etwas mit diesen grünen Boxen hier dargestellt, also eher eine gering erweiterte Schlagader, eben keine relevant erweiterte Schlagader. So kann man eine medikamentöse Therapie erwägen. Ist die Schlagader etwas erweitert, so würden wir eine Therapie empfehlen. Und das ist letztendlich je nach Nebenwirkungsprofil und auch nach weiteren Erkrankungen oder Problemen dann mit einer Monotherapie möglich, also ein Medikament erstmal nur zu nehmen. Das könnte ein Beta-Blocker sein oder ein Angiotensin-Rezeptor-Blocker oder auch ein ACE-Hemmer. Liegt aber dann natürlich noch ein erhöhter Blutdruck vor, so würden wir dann eher auch zu einer Kombinationstherapie in diesem Block dann raten. Und wenn die Schlagader deutlich erweitert ist oder da richtig Dynamik drin ist, also der Progress deutlich zunimmt, so würden wir doch mehr ein Augenmerk drauf haben und vielleicht den Blutdruck strikter einstellen wollen und hier eine Kombinationstherapie empfehlen. Also das sind Abwägungen, die wir treffen müssen, gemeinsam mit Ihnen zusammen, was zu welcher Zeit passt, wie die Medikamente vertragen werden und was dann letztendlich für Sie maßgeschneidert passt. Also, die Behandlungsansätze beim Marfan-Syndrom, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Aorta nochmal schielt, sind die folgenden. Eine Heilung ist nicht möglich, das ist richtig. Also man kann das Marfan-Syndrom ja per se nicht heilen, aber man kann eine ganze Menge dafür tun, dass es einen richtig guten Verlauf gibt und dass man ein richtig qualitativ hochwertiges
ein bisschen zu normalem Leben führen kann. Da ist eine Lebensstilanpassung teilweise erforderlich. Also wenn jemand zum Beispiel vorher Kampfsport gemacht hat, und das kommt gar nicht so selten vor, dass Patienten sagen, naja, ich mache aber regelmäßig Karate, Kung-Fu oder Ähnliches, dann sollte man vielleicht davon halt eher Abstand nehmen. Oder jemand, der gerne taucht, also mit einem mit Überdruck tief taucht, größer als 10 Meter, wäre vielleicht eher davon abzuraten. Oder jemand, der gerne aus dem Flugzeug springt, einen Fallschirm oder Bungee-Jump macht, so würden wir davon halt eher abraten. Also eine Anpassung der Lebensführung ist wichtig. Blutdruckkontrollen sind eigentlich das Kernelement beim Marfan-Syndrom, eigentlich bei allen mehr oder weniger kardiovaskulären Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Blutdruckkontrolle wichtig und so halt eben auch beim Marfan-Syndrom. Das kann durch dann Medikamente erzielt werden oder letztendlich auch durch eine operative Behandlung. Das kann die Schlagader betreffen, aber das kann auch die Herzklappen betreffen und hier zum Beispiel die Aortenklappe oder auch die Mitralklappe. Die Mitralklappe ist die Einlassklappe in die Hauptkammer und die Hauptkammer pumpt dann das Blut in die Schlagader raus und diese Klappe kann häufig etwas durchhängend verlängert sein und dadurch undicht werden. Und da muss manchmal etwas nachgeholfen werden, indem man die operativ wiederherstellt. Also insgesamt sind, um diese Ziele zu erreichen, Kontrolluntersuchungen unerlässlich und für uns alle, die wir sie betreuen und beraten, wichtig. Dazu müssen Sie sich dann regelmäßig bei Ihrem Kardiologen oder in Ihrem Marfan-Zentrum vorstellen. Das läuft heutzutage meistens über das sogenannte ASV-Marfan, die ambulante spezialärztliche Versorgung für das Marfan-Syndrom, wo letztendlich eine vollumfängliche Versorgung möglich ist. Regelmäßige MRT- oder CT-Untersuchungen etc. sind problemlos möglich. Die Kosten werden alle übernommen. Eine genetische Testung wird problemlos übernommen und Ähnliches. Also wenn man sich an ein ASV-Marfan-Programm wendet, dann braucht man oben rechts auf dem Überweisungsträger ein Kreuzchen bei § 116b, das ist hier markiert, und halt die Diagnose oder Verdachtsdiagnose Marfan oder auch andere Schlagadererkrankungen können dort eingetragen werden, dann ist das problemlos möglich. Und dann ist es letztendlich unerlässlich, das, was wir heute auch machen heute Abend, ist sich zu informieren, denn nur der gut informierte Patient weiß, auf was er achten muss, der kann selber auf sich achten, der kann auch kritische Fragen stellen. Wir müssen ja alle auch noch mitlernen. Das zeige ich Ihnen ja gleich. Es gibt ja durchaus viele Aspekte beim Marfan-Syndrom, die haben wir früher so gar nicht beachtet, sondern wir lernen ja auch mit Ihnen gemeinsam, was ist Ihnen wichtig, was ist medizinisch wichtig, also was sind die neuen Erkenntnisse. Und je mehr Sie informiert sind, umso besser können wir das gemeinsam machen. Also ich persönlich finde das gut, wenn Patienten informiert sind und auch kritische Fragen stellen und letztendlich ja, Teil ihrer Behandlung werden. So, jetzt haben wir ja eben, habe ich eben schon gesagt, dass das Marfan-Syndrom mehr ist als Aorta, auch wenn es jetzt gerade viel um die Schlagader geht. Das bleibt ja auch ein Kernelement der Versorgung und auch der Problematik. Aber es ist durchaus deutlich mehr. Es ist eine Systemerkrankung und Sie wissen es wahrscheinlich eh viel besser als ich, was alles noch durch das Marfan-Syndrom für Probleme auftreten können und sie dann persönlich, individuell auch unterschiedlich betrifft oder halt eben nicht. Ja, auf was sollte man sonst noch achten? Wichtig ist die Diagnostik, wie eingangs erwähnt, und die Information. Und dazu gehört ein Familienscreening. Also wenn es in der Familie Fälle gibt von Marfan-Syndrom, wenn es Fälle gibt von Schlagadererkrankungen, die auch vielleicht bisher noch nicht klar diagnostiziert wurden, so ist ein Familienscreening unerlässlich. Und das bezieht sich natürlich in erster Linie auf Angehörige ersten Grades.
also von Ihnen, Ihre Geschwister, Ihre Kinder und natürlich letztendlich Ihre Eltern. Je weiter man dann in die Familie geht, so muss man dann natürlich irgendwann ja auch mal sagen, so, da offenbar liegt dann kein Marfan-Syndrom mehr vor, dann kann man auch irgendwann mit diesen Untersuchungen dann bei der Familie dann aufhören, aber letztendlich der engste Familienkreis gehört kontrolliert und dementsprechend auch beraten. Wir wissen mittlerweile, dass im Rahmen des Marfan-Syndroms andere Herzprobleme auftreten können. Das kann den Herzrhythmus betreffen. Der Herzrhythmus, der eine klare Abfolge eigentlich hat, der kann durcheinander kommen. Es kann Extraschläge geben, was man dann merkt, wie so ein Holpern und Poltern. Und der Herzschlag kann unregelmäßig werden. Das kann dann ein Vorhofflimmern sein, wo die Vorkammern unkontrolliert letztendlich zittern und der Hauptkammerschlag unregelmäßig ist. Der kann dann langsam, normalfrequent oder auch schnell sein. Tachykardien können ausgelöst werden dadurch. Was wir mittlerweile auch wissen, ist, dass die Herzfunktion eingeschränkt sein kann. Also es kann sich durch das Marfan-Syndrom eine Herzschwäche ausbilden. Auch das müssen wir erkennen. Danach müssen wir auch suchen, um dementsprechend dann meistens auch medikamentös helfen zu können. Was mittlerweile auch mehr im Fokus steht, sind so Probleme wie die nächtlichen Atemaussetzer mit einem Sauerstoffabfall. Das ist das Schlafapnoe-Syndrom. Also wenn man schläft, klassischerweise auf dem Rücken liegt, dann kann es zu mehr oder weniger langen Atemaussetzern kommen. Und das alleine, weiß man, ist ein Risikofaktor für kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das kann vielleicht als einfachster Mechanismus letztendlich den Blutdruck erhöhen. Und das haben wir ja gehört und wissen, ist kontraproduktiv, also wollen wir vermeiden. Also müssen wir nach dem Schlafapnoe-Syndrom suchen. Das kann man dann auch behandeln mit so einer nächtlichen Atemmaske und einer Überdruckbeatmung. Ja, als Kernelement auch ja in der Diagnostik sind Augenprobleme, also regelmäßige augenärztliche Kontrolluntersuchungen sind erforderlich, um dem vorzubeugen und da Beratungen ermöglichen zu können. Skelettmanifestationen sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Den einen betrifft es mehr, den anderen weniger. Dementsprechend sind da Kontrollen und auch physiotherapeutische oder auch operative oder sonstige Behandlungen erforderlich. Zunehmend achten wir auch auf Probleme neurologischer Arten. Das können halt zum Beispiel sein Migräne, Kopfschmerzen oder auch Probleme durch die Erweiterung des Hirnhautsacks, der Dura-Ektasie, wo da halt entsprechende Probleme auftreten können. Was wir wirklich zunehmend und mittlerweile ganz aktiv beachten, sind psychologische Probleme durch Herzerkrankungen. Das betrifft nicht nur das Marfan-Syndrom oder Schlaganfallerkrankung, das betrifft insbesondere auch angeborene Herzfehlerpatienten. Das sind ja Patienten häufig, die bereits im Babyalter mehrfach operiert werden mussten, im Kleinkind- und Jugendalter auch wiederholt operiert werden müssen. Und selbstverständlich bleibt da irgendwo was hängen. Das geht ja an keinem spurlos vorbei, weder an den Eltern oder an der Familie noch an dem Patienten selber. Also die psychologische Mitbetreuung ist entscheidend. Und ich würde fast so weit gehen, dass ich sagen würde, jeder Patient mit irgendeiner Form des angeborenen Herz- oder in dem Fall Schlagaderproblems sollte sich nicht überlegen, ob er diese Hilfen auch in Anspruch nimmt, wenn sie ihm dann angeboten werden oder wenn sie halt eben nicht angeboten werden, dann aktiv danach fragen. Also wir können auch mittlerweile, auch hier im Deutschen Herzzentrum oder auch in Köln haben wir das jetzt mehr in den Fokus gerückt,
zu sagen, naja, wir können halt wahnsinnig komplexe Operationen durchführen, Herzfehler korrigieren oder palliieren, die vorher undenkbar waren. Das ist alles gut, das kann man machen, das können auch viele machen. Aber wenn wir dann eine umfassende Betreuung anbieten, wo wir die Psychokardiologie mit anbieten, ich glaube, dann macht man es richtig gut. Also das würde ich sagen, ist ein großer Bestandteil einer guten Versorgung und die wird im weiteren Verlauf in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen und der Fokus darauf weiter liegen. Ja, im Alltag in der Klinik kommen immer wieder diese weiteren Beratungsaspekte hier auf, die hier aufgeführt sind, sportliche Aktivitäten oder was kann ich in meinem Beruf machen? Also eine häufige Frage ist, ich bin Lagerist, was soll ich denn jetzt machen in meinem Alltag? Wenn der Gabelstapler nicht funktioniert und ich muss dann halt Säcke heben und schleppen, darf ich das, was mache ich da? Und das sind ein Beispiel, also ein konkretes Beispiel, was sich wiederholt zeigte in ähnlicher Form im klinischen Alltag, also eine berufliche Beratung. Wenn notwendig, auch eine Umschulung. Also es gibt auch Patienten, wo sich dann rauskristallisiert, also dass eine Arbeit in einem Schichtdienst mit schwerer körperlicher Arbeit halt vielleicht eben nicht optimal ist, dann wäre halt die Frage, ob man da nicht eine Umschulung in andere Bereiche einer Firma, eines Betriebes irgendwie durchführen kann, die man natürlich auch nach Möglichkeit, die sich dann ergibt. Auf jeden Fall kann man darauf positiv einwirken. Die Frage nach versicherungsrechtlichen Fragen stellt sich immer wieder. Und das ist auch eine schwierige Thematik. Und da etablieren sich auch zunehmend letztendlich Bereiche in einer Klinik, die sich genau darum kümmern. Also das sind ja dann so sozialrechtliche Fragestellungen, die dann von entsprechenden Kollegen betreut werden. Atteste, Anträge auf Schwerbehinderung etc. Da brauchen viele Patienten mit angeborenen Herzfehlern und Schlaganfallerkrankungen Hilfe. Und die sollen sie auch bekommen. Ich muss selber gestehen, im Einzelnen kann ich die Fragen und die Antragstellungen dann auch nicht alle überblicken, auf was man da achten muss. Aber da haben wir dementsprechend geschultes Personal, die das halt eben für sie bewerkstelligen können. Und wenn sich halt da neue Aspekte geben, dann arbeiten die sich auch in diese Thematik ein und helfen ihnen da. Also da müssen wir alle auch noch zulernen. Im Alltag ein wirklich gravierend oder stark zunehmender Bereich ist die Frage nach Familienplanung, also nach Schwangerschaften von Patienten mit angeborenen Herzfehlern und Schlaganfallerkrankungen. Das kann dann sein von darf ich schwanger werden bis hin, wie macht das denn jetzt? Jetzt bin ich schwanger und auf was muss ich achten? Wie können wir Ihnen am besten durchhelfen? Und da haben wir uns mittlerweile viele Gedanken gemacht, wie wir Sie beraten. Da gibt es auch viele Empfehlungen, da gibt es auch eine eigene Leitlinie zu, zum Beispiel von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, die eine eigene Empfehlung abgegeben hat, über irgendwie 80 Seiten lang zu allen möglichen Herzfehlern. Da ist auch das Marfan-Syndrom aufgeführt, sodass wir etwas an die Hand bekommen, wie wir sie beraten können und sollen. Diese Leitlinien sind natürlich nur, wie der Name schon sagt, eine Leitlinie. Man muss individuell davon natürlich abweichen. Man muss auch attestieren, dass die Empfehlungen, die dort formuliert sind, auf relativ wenig Daten basieren. Hinsichtlich der Schwangerschaft ist zu erwähnen, dass ich auch der Meinung bin, dass kein Arzt letztendlich alleine für sich attestieren kann, dass er genügend Erfahrung hat mit all diesen teils Hochrisikoschwangerschaften. Das heißt, wir sind bemüht, uns zu vernetzen. Wir sprechen mit Kollegen, wir beraten uns im risikoschwangeren Team,
wie wir denn die Schwangeren im Vorfeld, aber auch während einer Schwangerschaft dann beraten. Das halte ich für einen enorm wichtigen Aspekt, dass wir Probleme antizipieren. Also wir müssen uns überlegen, was kann denn alles so passieren? Und müssen aber durch die Vernetzung mit anderen Kollegen letztendlich uns und ihnen halt die maximale Sicherheit geben. Also ich würde sagen, der Aspekt Schwangerschaft hat in den letzten 3 bis 5 Jahren hat der enorm zugenommen und ist ein spannendes Feld, wo wir mittlerweile oder meistens letztendlich schauen, dass wir sie umfassend beraten. Und diese Beratung sollte wiederholt sein. Die sollte auch idealerweise natürlich vor einer Schwangerschaft stattfinden. Die sollte die Partner involvieren, teils auch die Familie involvieren, dass also alle gut Bescheid wissen. Und dass eine Schwangerschaft letztendlich möglichst problemlos für das Kind, aber auch für die Mutter erfolgen kann. Hinsichtlich des Marfan-Syndroms ist immer die Frage, darf ich schwanger werden oder eben nicht? Dazu möchte ich noch ausführen, dass wir meistens, oder dass ich, so ist meine Meinung halt auch, seltener wirklich abraten, sondern wir zeigen die Risiken auf für Mutter und Kind. Und das machen wir offen und ehrlich. Und das machen wir auch gerne wiederholt, sodass die Patienten ganz genau Bescheid wissen. Und nur in Einzelfällen bei wirklich gravierenden Erkrankungen abwarten würden. Also das könnte vielleicht sogar in Zukunft auch mein eigenes Thema werden, falls Sie das interessiert. Etwas, wo wir auch zulernen und wo wir uns dran, wo wir uns adaptieren müssen an Entwicklungen, ist Folgendes. Immer wieder treten ja irgendwelche bakteriellen Infekte auf, wo Antibiotika eingesetzt werden müssten. Und hier möchte ich Ihnen folgende Warnmeldung nochmal mitteilen, aber auch zeigen, wie wir letztendlich doch relativ dynamisch auf Entwicklung reagieren müssen. Am Beispiel der Antibiotikagruppe der Fluorchinolone. Das sind relativ gängig eingesetzte Antibiotika. Die Gruppen sind hier unten links mal aufgeführt, die haben hier verschiedene Namen. Und was man gesehen hat in verschiedenen Studien, wohlgemerkt kleine Studien, aber immerhin, das sind auch also einfach Meldungen, die natürlich wichtig sind, auf die wir reagieren müssen, ist, dass offenbar durch die Gabe von diesen Antibiotika das Risiko für Schlagaderkomplikationen ansteigen. Und das sowohl in klinischen Studien an Patienten, aber auch mechanistisch versucht zu erklären am Mausmodell. Also durchaus ist das etwas, wo Sie auch mit drauf achten können. Wir versuchen es auch möglichst gut zu kommunizieren, dass gerade hier Probleme vorliegen können. Und sofern man denn kann, sollte man natürlich auf diese Gruppen verzichten. Wir wollen ja eine Optimierung der Beratung und der Betreuung erzielen. Und wenn man hier etwas vermeiden kann, was potenziell schädlich ist, dann ist das sicherlich zu empfehlen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage nach einer Endokarditis-Prophylaxe. Also Endokarditis ist ja die bakterielle Entzündung oder Besiedlung der Herzinnenhaut oder von Herzstrukturen, Herzklappenstrukturen. Also letztendlich, dass sich am Herzen oder im Herzen Bakterien ansiedeln können und festsetzen können und diese Klappen dann schädigen können. Das führt letztendlich dann zu einer schweren Entzündung und schwer behandelbaren Entzündung des Körpers. Und hier ist sozusagen, aber das haben Sie wahrscheinlich auch so schon teils umgesetzt und haben auch da eine Änderung erfahren, dass man mittlerweile seit ein paar Jahren etwas zurückhaltender geworden ist. Man empfiehlt die Endokarditis-Prophylaxe mittlerweile nur noch,
bei Patienten, die durch eine Endokarditis besonders gefährdet sind und auch nur bei Eingriffen, die besonders gefährdend sind. Das ist vereinfacht gesagt der Eingriff an den Zähnen mit einer Verletzung, mit einer besonderen Verletzung des Zahnfleisches oder des Kiefers. Also das ist nicht, dass mal oberflächlich etwas gebohrt wird, sondern halt der etwas größere Eingriff gemeint. Diese Endokarditis-Prophylaxe wird empfohlen bei Patienten, die Kunstklappen oder Kunstmaterial haben an den Klappen, die eine Endokarditis bereits hatten. Also hatte man eine mal gehabt, so ist das Risiko für eine Folgeentzündung von Herzstrukturen erhöht. Und dann würde man bei diesen Eingriffen zahnärztlicherseits eine medikamentöse Prophylaxe mit einem Antibiotikum empfehlen. Bei angeborenen Herzfehlern mit einem Sauerstoffmangel, das ist vereinfacht gesagt Patienten, die blau sind, weil sie im Körper zu wenig Sauerstoff haben, da würde man ebenfalls diese Endokarditis-Prophylaxe empfehlen. Wenn vor einiger Zeit ein Herzfehler kodiert wurde, so würde man für einen gewissen Zeitraum dies ebenfalls empfehlen. Oder wenn relevante Restprobleme bei einem Herzfehler bestehen, so kann man auch erwägen oder so würde man empfehlen, diese Prophylaxe vorher einzunehmen. Und bei Herztransplantation mit Herzklappenfehlern ebenfalls. Das stellt sich natürlich dann die Frage, was ist denn, wenn man auch als Marfan-Patient zum Beispiel einen Mitralklappenprolaps hat, also dieses Vorwölben der Mitralklappe, würde man dann eine Endokarditis-Prophylaxe empfehlen? Wahrscheinlich meistens nein, muss man sagen, es sei denn, dass die Klappe deutliche Veränderungen aufweist, strukturelle Art, also besonders verdickt ist oder besonders eng oder besonders undicht ist. Letztendlich ist es eine individuelle Abwägung, die Sie gemeinsam mit den behandelnden Ärzten treffen müssen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und dann auch schon bald dann gegen Ende. Ist ein Punkt, der mir auch wirklich am Herzen liegt, ist Ihnen zu erklären und aufzuzeigen, dass regelmäßige Kontrolluntersuchungen wirklich wichtig sind. Und da komme ich ja dann gleich noch zu, natürlich auch in der aktuellen Zeit gerade, halten wir Kontrolluntersuchungen für unabdingbar. Und das ist eine Arbeit von Iskat von Krudelitsch, der mir allen gut bekannt ist, die zeigt, dass wenn man keine Kontrolluntersuchung macht und hier ohne MRT, also wenn man das MRT sozusagen nicht durchführt, um die gesamte Schlagader anzugucken, dann ist das ein Problem. Dann kann man, und dann ist hier aufgezeigt, durchaus weniger lange leben. Das ist halt die Kehrseite ist, aber die wirkt sich dann wieder positiv aus, ist auf der rechten Seite aufgeführt. Macht man MRT-Untersuchungen, dann wird man halt auch gelegentlich und häufiger Probleme der Schlagader erkennen. Aber man wird sie rechtzeitig erkennen und kann rechtzeitig behandeln und eingreifen und eben nicht zu spät. Das heißt, MRT-Untersuchungen, das können auch CT-Untersuchungen sein, wenn denn MRT nicht möglich ist, zum Beispiel durch Schrittmacher, die man trägt, die das eben nicht erlauben. Aber hier sind halt die MRTs untersucht worden. Also die sollte man unbedingt machen und eben nicht machen. Die Abstände der MRT-Untersuchung, da kann man etwas schwanken. Man kann natürlich sagen, generell gesagt jährlich. Es gibt aber auch Patienten, da darf man durchaus etwas längere Zeitabstände in Kauf nehmen. Und es gibt Patienten, da muss man das etwas häufiger machen. Ja, das ist eine Information, aber auch ein Aufruf an Sie.
Kontrolluntersuchungen sind wichtig, auch in der aktuellen Zeit. Natürlich gab es eine Zeit, wo wir in den Kliniken die Zahlen, die Kontrolltermine runterfahren mussten. Aber letztendlich hat sich das ja alles ganz gut jetzt eingespielt. Wir empfehlen dringend die Kontrolluntersuchung. Und die kann man mal verschieben, aber man sollte sie nicht aufschieben und ausfallen lassen im Allgemeinen. Was dann für Sie speziell zutrifft, in welchen Abständen sollte man es tun? Sollte man die Kontrolle jetzt durchführen oder kann man noch 3 Monate warten? Das können Sie ja alles besprechen mit den Sie behandelnden Ärzten und Ihrem Marfan-Zentrum. Aber ich plädiere dafür, dass man es trotzdem tut und dass man die Kontrollen durchführt und eben nicht ausfallen lässt. Weil das ist dann nachher gefährdender, wirklich faktisch gefährdender, als ein theoretisches Risiko einer Infektion im Krankenhaus. Das lasse ich mal ganz kurz so stehen und dann gehe ich jetzt weiter zu dem nächsten Thema dann der Impfungen. Ich befürchte ja schon zahlreiche Fragen gleich zu dem Thema Impfungen. Und da kann ich auch natürlich nur ein Stück weit sagen, da müssen wir ja alle mitlernen. Aber letztendlich, generell gesagt, Impfungen sind wichtig. Und derzeit, in der aktuellen Zeit und jetzt anstehend, auch besonders wichtig. Also, wenn Sie die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen, dann würde ich dafür plädieren, dass Sie das tun. Und jetzt mag sich die Frage stellen, was ist denn bei Patienten, die eine Blutverdünnung nehmen, sei es bei einer Schlagaderklappe oder einem Mitralklappenersatz, also einer Kunstklappe, wo ja Makumar zum Beispiel eingenommen werden muss, was muss man da beachten? Dazu gibt es mittlerweile Empfehlungen, zum Beispiel aus den USA, vom CDC oder vom Robert-Koch-Institut oder auch von der Herzstiftung. Vereinfacht kann man sagen, auch intramuskuläre Impfungen sind möglich und manche Impfungen sind nur intramuskulär durchzuführen. Diese Impfungen werden gemacht mittlerweile mit sehr dünnen Nadeln und damit ist das Risiko von Blutungen gering. Ist nie ausgeschlossen, aber das ist ein sehr geringes Risiko. Man kann sich vielleicht überlegen, und so sind auch die Empfehlungen, die es im Moment gibt, dass man, wenn man einen Zielbereich hat des INRs, den man für seine Klappe einhalten sollte, dann kann man natürlich den INR an den unteren Rand fallen lassen. Also möglichst wenig verdünnen, wenn man so möchte, aber eben noch ausreichend für die Klappe. Man sollte niemals letztendlich die gute Behandlung und Blutverdünnung für seine Klappe vernachlässigen. Und hier lernen wir auch alle mit. Es gibt sicherlich Patienten, und da habe ich selber auch mal hinsichtlich beraten, dass man sagt, also ist das Risiko für eine Blutungskomplikation im Oberarm hoch, würde man dann vielleicht mit Heparin prophylaktisch erst behandeln und das Makumar letztendlich eine Zeit lang absetzen. Da gehen die Empfehlungen eigentlich hin, dass man das wahrscheinlich meistens eben nicht tun sollte, sondern halt an den unteren Rand seines Zielbereiches fallen lassen. Und damit das Risiko einer Blutung zu minimieren. Man sollte vielleicht die Punktionsstelle etwas länger komprimieren, also einfach Druck ausüben auf dann den Oberarm, um das Risiko zu minimieren. Also zusammenfassend, Sie können sich impfen lassen und Sie sollten sich impfen lassen. Ja, da möchte ich letztendlich zusammenfassen heute Abend, indem ich sagen möchte, dass natürlich die Schlagader einer oder der primäre Fokus ist bei Marfan-Syndrom und auch bei den meisten Bindegewebssyndromen mit Schlagaderbeteiligung. Es sind Kontrollen notwendig, regelmäßiger Art, und es sind verschiedene Behandlungen
und Lebensstilmodifikation erforderlich. Sie sollten die Kontrollen in Absprache mit Ihrem Marfan-Zentrum durchführen. Das machen Sie ja sicherlich sowieso und haben einen gewissen Nachsorgeplan. Und wenn Sie Kontrollen mal auslassen, was Sie ja nicht tun sollten oder verschieben, dann sollten Sie das nur machen in Absprache mit Ihrem Marfan-Zentrum. Marfan ist eine Systemerkrankung, wo viele Aspekte berücksichtigt werden müssen, von Lebensstilfaktoren über Skelett, Augen, neurologische Probleme, also alles, was man sich so überlegen kann, auch was Sie selber merken, was Sie individuell haben, das muss halt dementsprechend adressiert und berücksichtigt werden. Damit möchte ich Ihnen für die Aufmerksamkeit danken, der Marfan-Hilfe für Ihre hervorragende Arbeit in der Information Betreuung dieser Patientengruppe und auch nochmal darauf hinweisen, dass ich es ganz erstaunlich finde, wie auch politisch aktiv diese Marfan-Hilfe ist und wie viel erreicht wurde bereits und wie viel erreicht wird noch in Zukunft. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Hier ist meine E-Mail-Adresse eingeblendet oder Sie wenden sich gerne natürlich an Ihre Marfan-Klinik oder an Ihren Kardiologen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über eine kleine Spende sehr freuen. Vielen Dank.